Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder bei mir seid, hier in meiner Chaosküche zum nächsten Live-Kochen und Videodreh. Ich habe mir heute auf jeden Fall für euch und für mich natürlich, beziehungsweise für uns, wieder was richtig Leckeres überlegt. Und das wird wieder ein Fingerfood, Handfood, Streetfood, je nachdem, wie ihr es nennen möchtet. Und jetzt, tada, was habe ich vorbereitet? Einen richtig leckeren, pikanten, gefüllten Muffin mit Brokkoli, ja, und Schinkenwürfel. Und das Ganze oben drüber mit einem Spiegelei. Einmal in der Variante Spiegelei ohne Gelb und einmal mit der Variante Spiegelei komplett. Und damit geht es jetzt auch schon auf zu den Zutaten. Wie ihr seht, ist es heute nicht wirklich viel. Hier angefangen mit Backpulver, natürlich Eier, ein bisschen Mehl, Brokkoli darf nicht fehlen, Speisequark auch, Schinken, lecker Käse und natürlich Öl. Ich fange jetzt an mit dem Teig. Dafür brauche ich hier wie immer eine Schüssel und es geht los mit dem Öl, Mehl, Backpulver, der Quark, ein Ei, etwas Salz und dann zu einem ordentlichen Teig kneten. Der Teig ist jetzt soweit fertig geknetet, den habe ich dann zu einer Kugel geformt, die Kugel ausgerollt und in 10 ungefähr gleiche Teile zerschnitten. Weiter geht es jetzt hier mit den einzelnen Teilen, die habe ich nochmal schön durchgeknetet zu einem kleinen Röllchen und die rolle ich jetzt hier mit der Teigrolle platt und die kommen dann hier in diese kleinen Förmchen rein. Der Muffinteig ist jetzt soweit fertig, hier in die Förmchen verteilt und jetzt geht's ans Eingemachte, nämlich an die Füllung. Für die Füllung hacke ich jetzt hier erstmal die Brokkoliröschen und den Käse hier mit ganz klein. Das sollte dann ungefähr so aussehen. Schön klein gehackt und jetzt kommt der Schinken dazu. Kurz unterheben und dann wird das schon in die einzelnen Förmchen verteilt. Hier ganz wichtig, wenn das gefüllt ist, nochmal schön festdrücken und dann kommt schon das Spiegelei drauf. Ich mache hier zweierlei. Einmal, wie gesagt, Spiegelei komplett und einmal ein weißes Spiegelei. Wie ihr seht, ist eine Riesensauerei hier, ist aber nicht so schlimm. Und bevor wir jetzt hier das Ganze in den Ofen schieben, kommt noch etwas Salz und Pfeffer drüber. Und jetzt kommt das Ganze für ca. 15 bis 20 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. Wie ihr sehen könnt, die Muffins sind jetzt soweit fertig und jetzt nehme ich mir mal einen da raus und probiere den einfach mal. Und so sieht das dann aus und das koste ich jetzt. Egal wie das Ding aussieht, völlig verschrumpelt, verschoben, keine Ahnung. Es schmeckt aber, es schmeckt wirklich richtig, richtig lecker. Mit dem Ei oben drüber, dieses Würzige innen drin von dem Schinken und dem Brokkoli zusammen mit dem Teig, das schmeckt wirklich gut. Ich kann es euch nur empfehlen. Probiert das ruhig mal aus. So, und dann bin ich hier auch schon wieder am Ende. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auch über die, die jetzt hier mein Video schauen. Insofern sage ich jetzt mal Tschüss. Ich wünsche euch eine wundervolle Nacht und wir sehen uns dann im nächsten Video hoffentlich bald wieder. Tschüss.